und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, ich habe mal wieder einen MINF2000 via E-Mail erhalten und den wollen wir uns heute mal anschauen. Der Original müsste eigentlich von Roadhunter sein, wenn ich mich hier nicht täusche. Zumindest vom Modell her sieht es zumindest so danach aus und ein paar Kleinigkeiten habe ich schon entdeckt. Aber er wurde angeblich geupdatet. Deshalb wollen wir doch jetzt mal drüber schauen und falls der eine oder andere sich da hier ein bisschen näher auskennt oder so, dann soll er mir doch bitte den Original-Link schicken, weil der Link ist mal ein bisschen, naja, ist halt nicht so seriös. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns den mal an und dann sehen wir ja, wie es am Schluss ausgeht. Also, MINF2000 gibt es in verschiedenen Varianten, einmal als XL-Variante, ne? Könnt ihr dann hier machen im Führerhaus. Habt ihr aber trotzdem die Hochdach-Variante. Ist ein bisschen schade, ist aber nun mal so. Dann mit Spoiler, dann Hochdach, ne? Ohne Spoiler und dann mit Spoiler. Den gibt es dann in 4x2, in 6x2 mit Lenkachse, mit Liftachse, hier mit Liftachse. 6x4, dann gibt es hier noch 8x4. Sieht ganz cool aus, oder? Schwerlast. Dann nochmal 8x4 ohne Auspuff. Röhre und dann hier nochmal mit dem Aufbau. Hier kann man gut Trailerkabel sehen. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Na, hier Rundumleuchten und hast dich gesehen. Das sieht doch alles ganz schick aus hier, oder? Dann, es gibt von Motorisierung, gibt es von bis. Hier steht der 414 da. Deshalb lasse ich den auch bei 400 PS ungefähr. Das lasse ich einfach. Ne? Getriebe, Retarder. So, das Interieur standardmäßig. Wie es halt aussieht im F2000. Ne? Farben. Das dürfte jetzt mal nicht beachten. Das ist nämlich der Grenzfahrer 2014 hat im SDS-Forum einen Beitrag gepostet, wo man diverse Skins nutzen kann wie für diesen F2000. Deshalb bin ich mich drauf gekommen, dass es nämlich der LKW von Roadhunter ist. Ich setze den Link trotzdem in die Beschreibung mit rein, dann könnt ihr das mal testen. Weil es sind echt gute Skins dabei hier zum Beispiel. Ne? Hier, diesen schönen alten F2000-Skin. Ne? Ansonsten habt ihr hier die Standardfarben. Hier ist auch so ein Ulfert-Skin mit dabei, auch ein Template ist auch mit dabei und. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. So, dann haben wir hier Rundumleuchten. Dann gibt es hier den klassischen Lammbügel, der nicht passt, wie ihr sehen könnt. Deshalb, den lassen wir weg, sondern wir nehmen diesen Kelsa-Bügel. Ne? Der sieht echt cool aus. Und da habt ihr hier jetzt folgende Varianten, oder beziehungsweise die Möglichkeiten. Natürlich, ihr könnt hier wieder zurück drauf klöppeln. Aber ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr selber. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Zack. Und dann hier, weiß ich nicht, irgendwelche Lampen dran, keine Ahnung. Wisst ihr ja selber, ne? Einfach irgendwas hinklöppeln, ist doch wurscht. So, einfach just for fun. Die Spiegel, sind wie sie sind, ne? Logisch. Dann hier, das ist Science on your Truck, wenn ihr das braucht. Science on your Truck. Nameplate. Oh, findet ihr in der Beschreibung auf alle Fälle. Aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, dass ihr hier diese Schildchen mit hinbauen könnt. Lichtgedöns findet ihr in der Beschreibung der Videos. So, dann gibt es hier natürlich noch Schwerlast-Schilder. Klar, mit zum Aufbau macht Sinn. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Lampen anzubauen. Das finde ich ganz schick. Das pimpt den F2000 nochmal enorm. Und ich teste das übrigens gerade unter Version 1.35, klar. Und DirectX 11. Das ist doch auch schon mal was, ne? Also das heißt, der LKW funktioniert hier bis jetzt ganz gut. So, hier mal Farbe und Plaste. Kunststoff. Dann haben wir hier so einen Ranger dran. Macht beim Schwerlast bestimmt Sinn. Sieht cool aus. Aber mir gefällt es nicht. Dann, nichtsdestotrotz, haben wir hier noch diesen unteren Schutzbügel. Und dazu gibt es natürlich noch hier Mud Flaps. Erstmal diesen MN, dann den hier und irgendwo war noch einer. Genau, ich nehme jetzt hier mal den schwarzen. So. Dann ein Haufen Slots dran. Rechts. Rechts, guck mal, habt ihr schon Positionsleuchten rechts und rechts oder links und links und dann könnt ihr vorne noch ein paar Lampen dran klöppeln, aber das lasse ich jetzt hier mal weg. In dieser Variante, seht ihr selber, sieht es jetzt hier so aus. Ne? Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich will die 4x2, dann habe ich hier nochmal einen separaten Punkt und dann heißt es Tuning. Das heißt Tuning 1, das heißt, ihr könnt hier hinten noch ein bisschen was ranbauen an Lampen. Und hier hängt es ein bisschen in der Luft, weil wir bei Tuning 2 hier die Auspuffanlage mit dabei haben. Und bei Tuning 3, jetzt kommen wir nämlich auf diese Punkte, da habt ihr jetzt hier nochmal die ganzen Trailerkabel hier zu sehen. Ne? Und hier habt ihr so eine Leiste und anderes Zeug. Dann könnt ihr hier noch Rundumleuchten drauf bauen und andere Lampen etc. pp. Ja? Und dann hinten natürlich beim Spoiler.
So ganz cool, also, ne? Gut, ich bin jetzt nicht so der Mods-Auspuffanlagen-Fan, mir reicht standardmäßig hier das kleine Furzloch und dann reicht es auch schon. Ja, im Interieur gucken wir mal hier. Klar, Standard-Kabin-DLC funktioniert soweit ganz gut. Könnt ihr zum Beispiel mal gucken, ich habe da Gardinen. Könnt ihr hier reinklöppeln, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Und hier natürlich noch das andere Standard. Das war zwar nichts, ist egal. Kabine-DLC halt, ne? Ihr habt da noch drei Punkte für irgendwelches Zeug hier. Nee, das ist falsch. Irgendwelche Tassen und anders Gedöns. Genauso wie hier Tasche und natürlich zack und bam und bam und bam und bam. Und hier Navi, weil Navi haben wir ja keins, ne? Keine Infotafel oder so. Genau, und so wird es jetzt mal theoretisch aussehen. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen zurecht pimpen, dass er ein bisschen hübscher aussieht, vor allen Dingen mit dem Skin vom Grenzfahrer aus Mestesform. Den kann ich nur empfehlen. Der hat einige Skins online gestellt und die sehen auch echt cool aus. Und die passen auch wie angegossen auf diesen LKW. Deshalb kann ich nur empfehlen. Guckt doch mal vorbei, Link dazu in der Beschreibung. Und hier, wie schon gesagt, hinten halt dann die Möglichkeit jetzt hier. Ich mache jetzt hier mal schnell. Oh, hier mal eine Lampe dran. Hier mal eine Lampe. Und da mal eine. Oh, das war ein bisschen wieder mal zu schnell. So. Hier könnt ihr noch Positionsleuchten hinbauen, einmal rechts und einmal na, da ist er, links. Und dann sieht es schon ganz cool aus, oder? Habt ihr hinten nochmal ein bisschen mehr dran. Coole Sache. Starten wir mal den alten Diesel hier. Also was haben wir alles mit dabei? Kabin-DLC seht ihr jetzt schon selber, ne? So ein dickes Dashboard haben wir ja hier nicht. Also haben wir schon hier, aber da wird halt nichts angezeigt, ne? Logisch. Aber ansonsten sieht er soweit ganz cool aus. Ich habe jetzt den Skin nochmal mit drauf gehabt, hier diesen alten MAN F2000 Skin. Dass er das mal sieht, wie das aussieht. Und dann haben wir jetzt auch noch die Lampen nochmal fertig dran gebaut. Und dann schauen wir uns den jetzt an, wenn es dunkel ist. Sieht er bestimmt ganz schick aus. So, Standlicht. Da haben wir unser Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht. Sieht alles ganz cool aus, oder? Zumindest funktioniert auch alles. Also zumindest die Scheinwerfer und die, das Abblendlicht, Fernlicht, das ist jetzt hier mal wichtig, weil die Anbauparts, die funktionieren ja von Haus aus, ne? Logisch. Aber sieht ganz cool aus. Jetzt vor allen Dingen hinten das Heck auch hier mit den Zusatzlampen. Das kommt natürlich auch gut rüber hier, ne? Ach, hier im Interieur leuchtet, wie es leuchten halt soll, ne? Hier, das sind die orangen Lampen von draußen. So, dann kommen wir kurz zum Fazit zum MAN F2000. Also wir haben verschiedene Fahrerhaus-Varianten dabei, die XL-Variante und die XXL-Variante mit Spoiler, ohne Spoiler. Und ja, und was ein bisschen schade ist natürlich bei der XL-Variante, dass wir hier immer das Hochdach-Führerhaus mit dabei haben, und, sondern keine Flachdach-Strecke hier. Das wäre besser gewesen. Mal gucken. Angeblich baut ja, war das Mads da? Irgendjemand baut doch an dem F2000. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist natürlich noch nicht offiziell, aber ich weiß nicht mehr genau. Das war schon so lange her. Jetzt habe irgendjemand bastelt am F2000. Und ja. Was gibt es noch zu erwähnen? Verschiedene Chassis-Varianten habt ihr gesehen. Auch schwerlastig zum Fahren hinten mit so einem Aufbau. Trailerkabel funktioniert. Sieht man hier auch ganz gut. Das finde ich schon mal ganz schön. Kabin-DLC seht ihr selber. Ist alles auch mit dabei. Wir schauen uns das gleiche mal in die Geschwindigkeit an, weil das ist mir hier alles ein bisschen verschoben. Also zumindest die Tachonadel, wenn die Bude steht. Ich fahre jetzt mal 70. Jetzt passt mal auf. So. So, wir müssten jetzt ungefähr 70 fahren. Und was sagt unsere Anzeige? 71. Ja, gut, kommt hin. 71. 71. Ah, passt. Die Spiegel machen nicht so einen ganz tollen Eindruck. Ich weiß nicht, hier ist man
muss mal weg hier machen. Seht ihr selber? Das sieht ein bisschen komisch aus. Und hier, der friert mal ein bisschen ein hier. Seht ihr, der linke Spiegel friert ein bisschen ein. Wenn ich so mittig bleibe, wenn ich die Kamera ein bisschen rüberziehe, dann fetzt sie wieder mit. Also das ist... Das seht ihr selber. Also das ist noch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Aber sonst läuft der LKW auf DirectX 11 ohne Probleme. Finde ich ganz gut. Denn wir haben hier echt enorm viele Anbauteile mit dabei. Ne? Auch Paint und Plastikteile. Template ist mit dabei. Und das sieht dann echt cool aus. Also mir gefällt der echt gut. Macht echt Laune, damit rumzufahren hier. Ne? So einen alten F2000. Sieht doch cool aus, die Kombo, oder? Ja. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Däumeling da für den F2000 und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem F2000 in der Version 1.35 unter DirectX 11. In diesem Sinn, wie immer, allzeit gute Fahrt. Kommt gut rum, macht's gut, bis bald und ciao.